auch noch eine Meldung. Zusammenleben in einer offenen, modernen Gesellschaft. Man kann nicht alles hinnehmen, was so unter dem Namen Glauben oder Tradition läuft. Ja, das stimme ich Ihnen völlig zu, aber die Frage ist ja, wer entscheidet, ob das der richtige oder falsche Glauben ist, den ich bei anderen sehe. Natürlich gibt es Erscheinungsformen von Religiosität, die mir näher sind und welche, die mir fremder sind. Und das benenne ich auch. Das geschieht übrigens auch im Dialog. Es wird mir mal sozusagen das Missverständnis gesagt, als würde man alles nur hinnehmen, was der andere sagt. Ich erlebe ganz viele, und das ist Ihre Frage auch ein Beispiel dafür, ganz viele Veranstaltungen, wo auch sehr kritische Fragen wechselseitig gestellt werden. Das ist also nicht so, dass wir da quasi Tabuthemen hätten, über die wir nicht reden. Ich glaube nur, das Entscheidende an dem Punkt ist eben zu gucken, wer soll denn die Entscheidung fällen, ob dieser Glaube so oder anders geglaubt werden kann. Das ist ja nicht meine, sozusagen, kann ich ja nicht tun, sondern da ist es dann die Frage, wo kommt es an eine kritische Grenze, die sozusagen dann grundgesetzwidrig wäre, und dann gibt es andere Institutionen, die zuständig sind, darüber zu wachen, und wo kann ich sagen, ich muss aushalten, dass jemand vielleicht eine fundamentalere, vielleicht eine liberalere Haltung hat. Das alles ist noch im Rahmen unseres Grundgesetzes möglich. Schwierig wird es eben da, wo gezielt Menschen sozusagen Unrecht widerfährt und wo das dann ja auch einklagbar ist und vor Gericht oder wie auch immer verhandelt werden könnte. Aber das ist in der Regel, sage ich mal, zu 99% überhaupt nicht das, was im interreligiösen Dialog geschieht. Wir haben auch in unserem Forum, um dieses Beispiel vielleicht zu nennen, mal die Frage gestellt, können wir auch Leute ausschließen aus diesem Forum? Und dann gab es auch Vorschläge, ja, also wenn zum Beispiel jetzt Gewaltanwendung angedroht wird. Aber dann haben wir gesagt, wie wahrscheinlich ist das, wir kennen uns seit 10 Jahren, dass plötzlich einer hingeht und sagt, ich drohe, es ist zwar theoretisch richtig, aber es kommt in der Praxis einfach nicht vor. Und dann haben wir es gelassen, so einen langen, sag ich mal, Erklärungszusatz zu machen, unter welchen Bedingungen und welchen formalen sozusagen Voraussetzungen jemand ausgeschlossen werden kann, weil das ohnehin nicht vorkommt. Das ist das Gute und das Ziel, wo wir jetzt schon sind. Aber ich gebe Ihnen in der Sache natürlich recht, es kann Fälle geben, wo das auch mal notwendig wird, aber dann werden wir auch darauf, denke ich, zu reagieren wissen. Also, wie Frau Wirsch vorhin gesagt hat, der Konsens, auf der diese Gesellschaft basiert, ist Grundgesetz Menschenrechte, nicht Glaubensfragen. Religionen haben mehrere Ebenen, eine Ebene des Glaubens, diese Glaube an sich, also die Frage nach der Wahrheit. Da können wir uns darüber unterhalten. Es gibt aber eine andere Ebene der Ethik, der Verantwortung für die Schöpfung. Da können wir uns unterhalten, was lehren unsere einzelnen Religionen uns in dieser Frage. Wie sollen wir die Gesellschaft miteinander gestalten, friedlich gestalten. Das ist eine Sache, worüber wir uns unterhalten können, weil unsere Religion lehrt uns irgendwas, was unsere Verantwortung für die Gemeinschaft anbelangt. Und so können wir uns unterhalten, aber das ist nicht die Grundlage von dieser Gesellschaft. Starte ich mal. Das ist leider im Augenblick auch wieder eine sehr aktuelle Frage, weil neue Studien ergeben haben, dass die Islamophobie wieder zugenommen hat. Und wir natürlich auch wieder und auch in Hamburg leider Gottes wieder Debatten haben, gerade um eine junge Frau, die als Lehrerin arbeiten will, wo es dann wieder um die leidige Kopftuchfrage geht. Also und da wird natürlich immer gerne dann auch wieder Ängste geschürt. Es ist immer wieder so ein Hebel, der benutzt wird. Und
Was mir Sorgen macht, ist, dass eigentlich, ich sage das jetzt mal bundesweit, eigentlich der Weg schon ganz gut war und auch der Start zum Beispiel der Islamkonferenz eigentlich positiv war und dann aber wieder mit Füßen getreten wurde, weil dann teilweise Hardliner Innenminister oder andere Menschen wie Herr Sarrazin dann wieder das sozusagen in eine andere Richtung drehen. Und diese Angst schüren kann nur begegnet werden, natürlich mit Aufklärung, mit Information, mit Begegnung, mit Dialog und eben auch mit der gleichen Teilhabe. Und deshalb halte ich eben auch diese Verhandlungen um den Vertrag, um die Kooperation, wie auch immer das jetzt aussehen wird, die Vereinbarung, für sehr wichtig. Aber wie gesagt, die Kampagnen, wenn ich das richtig sehe, haben Sie als Ahmadiyya ja auch eine Kampagne gemacht in der U-Bahn, S-Bahn. Und das sind natürlich auch wichtige öffentlichkeitswirksame Instrumente, die immer wieder nötig sind, um objektiv zu informieren. Ich denke, der Dialog wird erst recht sagen, herausgefordert, wenn da eine Spannung in der Gesellschaft vorhanden ist. Und woher diese Spannung kommt oder warum sie zunimmt, das hat sehr viele Gründe. Einer der Gründe, die Globalisierung führt auch dazu, dass die Gesellschaften hier immer sozusagen bunter werden und das führt auch zu einem Identifikationsbedürfnis bei den Menschen. Wenn der andere so ist, was bin ich denn? Und so führt das mehr sozusagen auch zu einer Suche nach dem eigenen. Und dieser Prozess läuft nicht immer reibungslos, da entstehen auch Spannungen. Und das Gespräch, der Dialog sollte eigentlich entspannen und sollte aus dieser Buntheit ein Kapital für alle bringen. Das ist aber, geschieht nicht automatisch, sondern es ist eine Sache, die dahinter soll auch eine Arbeit stecken. Islamophobie und so weiter, das sind auch Prozesse, die ihre eigenen Wurzeln und ihre eigenen Gründe haben. Die werden auch nicht von alleine gehen, die muss man auch angehen und der Dialog ist eine der Maßnahmen, dass man sozusagen diese Vorurteile abbaut, dass man Kenntnis übereinander austauscht, sodass dann diese Spannung abgebaut wird. So, das sind mehrere Faktoren, die mit einer Rolle spielen. Ja, also ich kenne diese Islam-Skepsis, will ich das mal nennen, man kann es Islam-Feindschaft nennen, die gibt es auch natürlich auch aus verschiedenen innerchristlichen oder kirchlichen Bereichen. Ich glaube, wir haben es ja vorhin gesagt, Hamburg ist die Stadt am Tor zur Welt und das Entscheidende ist, dass man durch dieses Tor dann auch mal hindurchgeht. Ja? Ich meine, das heißt, man muss auch den Kontakt suchen und ich erlebe oft, dass Menschen sagen, sie möchten viel über den Islam wissen, dann lesen sie Bücher, dann fragen sie mich als jemand, der im christlich-islamischen Dialog steht, dann lesen sie Zeitungen und Medien und dann haben sie das Gefühl, jetzt wissen sie vieles über den Islam. Aber was noch fehlt, ist eben, dass sie sich mal in die Begegnung, aufmachen, die Begegnung zu suchen. Das ist für viele sozusagen die Schwelle und da gehen sie durch dieses Tor nicht hindurch, sondern bleiben davor stehen oder schrecken davor zurück. Und man darf entschuldigend vielleicht auch sagen, es gibt ja auch nicht in jeder Nachbarschaft, in jeder Familie Menschen, die man so mal eben ansprechen kann. Also es ist ja auch ein Prozess, das hängt auch mit Zahlen wieder zusammen, dass wir das verselbstständigen, dass jeder Menschen kennt. In der Schule ist es noch am ehesten möglich, weil sie da in den Klassen zusammen sind. Diesen Prozess voranzutreiben, Orte zu schaffen, wo sich Menschen zu begegnen können, das ist eben eines der Ziele meiner Arbeit. Ich denke auch die Arbeit von Herrn Jacobi und von Frau Götzsch ohnehin, auch politischer Ebene. Das sind, glaube ich, die Ziele, die wir für die Gesellschaft mittelfristig haben müssen, Orte zu schaffen, an denen diese Menschen zusammenkommen. Wenn wir das nicht mehr schaffen, segmentiert die Gesellschaft in verschiedene Religionen, in verschiedene Lager, in verschiedene politische oder andere Konstellationen. Das ist auf Dauer, glaube ich, einer Gesellschaft nicht zuträglich und deswegen ist der Dialog auch sozusagen ein Gradmesser für die Frage, wie weit unsere Gesellschaft insgesamt integriert ist, unabhängig von Muslimen oder Nicht-Muslimen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir hier links noch. Ja, das ist genau die Frage, die wir jetzt in der letzten Zeit ja auch wieder hatten, aufgrund einer Lehrerin an einer Schule. Wir haben hier ja in Hamburg kein Kopftuchverbot,
Und jede junge Frau hat das Recht auf Ausbildung. Und dann kommt die Frage, Referendariat im Lehramt ist verpflichtend für den Staat, auch wenn man Beamtin auf Probe ist. Und dann ist in Hamburg eben das bisher, ich sag mal, liberal gehandhabt worden. Ich vertrete das total, weil ich sage, wir haben die große Freiheit, ein demokratischer Staat zu sein, ein republikanischer, der die Rechte der Religionsfreiheit verankert hat im Grundgesetz. Und das heißt auch das Recht auf Kleiderfreiheit. Das ist also meine Ableitung. Und die haben wir so politisch in Hamburg auch die ganzen Jahre so gesehen. Und ich weiß, es gibt zum Beispiel in Niedersachsen junge Frauen, die, und ich meine, man muss das ja auch einfach sehen, das ist doch der Weg der Entwicklung unserer Gesellschaft, weil ein Herr eben fragte, der jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, es ist Bildung, das heißt, es ist Akademisierung, das heißt, es ist die Selbstverständlichkeit in allen gesellschaftlichen Schichten, egal ob in der öffentlichen Verwaltung, an der Universität, in allen Berufen, dass sich die Gesellschaft widerspiegelt, auch in ihren unterschiedlichen Religionen. Und in Niedersachsen ist es so, dass die jungen Frauen ihr Referendariat machen dürfen und die müssen dann aufhören, dürfen dann nicht in den Schuldienst. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben dann Englisch, Biologie, Weißer Deutsch, Physik studiert und dürfen da nicht unterrichten. Und das ist etwas, wo wir hier in Hamburg Gott sei Dank noch bisher sagen, das kann es nicht sein, weil das Vorbild ist die Frau, die Lehrerin, die natürlich das Schulleben, da gibt es ja auch ein Schulgesetz und so weiter, ganz normal mitmacht. Und wir haben ja ein paar Beispiele hier in Hamburg und wir haben in meiner Amtszeit den Anteil der jungen Frauen und Männer mit anderer Muttersprache und anderem Hintergrund von 7% auf 20% innerhalb von 2 Jahren steigern können, was auch nötig ist, dass sich die Gesellschaft auch im Lehramt, in der Kita, überall abbildet. Aber dass jetzt das natürlich auch wieder genommen wird, um zu zündeln, halte ich für schwierig. Und wir haben das natürlich auch, jetzt will ich mal vom Lehramt weggehen, wir haben das natürlich auch in anderen Berufen. In manchen Bereichen wird es als interkulturelle Kompetenz gesehen, da gibt es keine Probleme. Zum Beispiel auch im Dienstleistungsbereich, ganz klassisch, ich sag mal, als Apothekerin haben Sie kein Problem, in der Apotheke zu sein, weil interkulturelle Kompetenz im Dienstleistungsbereich gebraucht wird. Ich weiß es nicht, wie es bei den Banken ist. Ich glaube, unterschiedlich, schwierig. Ich weiß es auch noch von einer ehemaligen Schülerin, die keine Chance hatte, eine Banklehre zu machen. Und dieses Thema, wir haben es gerade am Sonntag gehabt im Rahmen der afrikanischen Community hier bei einer Ausstellungseröffnung, ganz schwierig im Ausbildungsbereich. Ich glaube aber, dass sich das total verändern wird, weil wir haben jetzt schon eine ökonomische Situation eines Fachkräftemangels. Es ist schlimm, dass erst der ökonomische Zwang dann dazu führt. Im Augenblick wird im Handwerk, wird den Jugendlichen schon die Bude eingerannt, weil eben ein Nachwuchsmangel da ist. Die Jugendlichen kommen nicht mehr aus Meckpomm und Schleswig-Holstein. Also da wird sich demnächst jede Firma persönlich um den Jugendlichen kümmern. Und wir haben einen riesen Fachkräftemangel im Ingenieurbereich. Und warum soll man eine junge Ingenieurin mit Kopftuch ablehnen? Also das ist einfach verrückt. Und insofern, ich halte auch die Programme, die wir auch aufgelegt hatten, wir haben sogenannte Motivationsworkshops gehabt mit erfolgreichen Migrantinnen mit oder ohne Kopftuch, akademisch oder Unternehmer oder Ärzte, die dann in den Schulen waren. Und ich finde, diesen Weg müssen wir weitergehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das wäre ein ganz abendfüllendes Programm. Und Sie haben da eine ganz wichtige Frage gestellt. Und ich will eins noch dazu sagen, was mir Sorgen macht. Diese Untersuchungen, diese 3 Studien, ich habe sie letztens in Ihrer Sendung schon mal gesagt, ist eine von der Universität Bielefeld, eine ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung und eine ist von Leipzig, von, ich glaube von Roland, nee, nicht Roland Berger, ist jedenfalls 3 Studien und die stellen alle fest, dass diese Feindlichkeit gegenüber, ich sage jetzt mal auch Kopftuch und Islam, nicht von ungebildeten Menschen kommt, sondern von wohlhabenden und gebildeten. Und das ist natürlich interessant, weil das Hinterfragen, weil man da hinterfragen muss, das hat was mit Konkurrenz zu tun, mit Verdrängungskampf, nach dem Motto, da kommt Konkurrenz, akademischer und gut ausgebildeter Lesart auf uns zu und schränkt unsere Privilegien ein. Also diese These wird da aufgestellt. Ganz spannend. Ja. Gibt es
Ist noch eine Wortmeldung? Ja, noch einmal. Wann? Ja. Man kann das vielleicht auch ergänzen. Der Abend heißt ja Moschee und Kirche. Das Kopftuchproblem hat auf kirchlicher Seite, ich glaube, nirgends einen Ursprung. Die Kirchen sind am ehesten bereit, da die Tür groß, weit aufzumachen. Noch sichtbarer wird das ja in Frankreich. Da ist diese Laïcité, die richtet sich gegen alle Religionen. Und deswegen müssen eigentlich die christlichen Kirchen sich des Kopftuchs als Symbol, das vor allem Religion vertritt und nicht bloß die Muslime. Also da müssen wir das Bewusstsein noch stärken, aber ich glaube auch, dass die Zukunft ganz auf der Seite der Großzügigkeit mit solchen Symbolen ist, nicht nur wegen des Arbeitsmarktes, sondern auch, weil es in den großen Organisationen, die früher die Rivalität mit dem Islam als Problem hatten, auf der ganz anderen Seite sind. Okay, vielen Dank. Und dann nochmal rechts an Wortmeldung. Ich denke, wenn es dann noch, dann Sie noch, und dann denke ich, sollte den Abend auch soweit dann abschließen. Ich wollte noch eins sagen, und zwar, es wurde die Frage wurde immer wieder gestellt, was ist das Ziel der Dialoge? Und nach meiner Meinung, wenn ich das sagen darf, ist, dass das Ziel ist, es die Erkenntnis, dass wir eines Tages nach 20, 30, 50 Jahren sogar die Erkenntnis haben, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, egal zu welcher Religion man hat. Und wenn ich das metaphorisch abstrakt irgendwie beschreiben darf, ist es wie im Verein. Man ist in einem Sportverein. Der eine macht Handball, der eine spielt Fußball, der eine macht Karate und einen Kino. Und jedes von ist von seiner Sportart begeistert. Aber was die nicht wissen, das sind alle Sportler und die Sport ist gut für den einzigenjenigen. Und ich glaube, unser Problem ist heutzutage ist wirklich eher durch die Umweltverschmutzung und durch die Klimaveränderung, dass wir wirklich so das sehen, wie wir ein bisschen nervös wegen der Kamera dass wir halt dafür was tun, dass wir in einer sauberen Erde leben und nicht erst dann, wenn ein Erdbeben passiert oder ein Tsunami, dass wir dann erkennen, dass wir alle Menschen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, weil ein verletzter oder ein kranker Mensch oder ein sterbender Mensch, egal was für ein Glaube da hat, er ist immer noch ein Mensch. Wir sind alle Menschen und unser Planet ist der Erde. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Gürsig, vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Jokowi, vielen Dank und auch Frau Wirth, dass Sie die Zeit hatten, heute Abend hier zu sein. Herr Halifa, danke schön, dass wir auch hier heute Abend da sein konnten und diese Podiumsdiskussion hier führen konnten. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.